Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Assassin's Creed. Ich bin schon mal zum Wasser vergriffen. Breite deine Flügel aus. Dann scheinst du jetzt wieder da oben irgendwie sitzen. Wenn ich so die durchschnittliche Bündnis-Mission-Länge betrachte, würde ich sagen, ist das wahrscheinlich die vorletzte Folge für die Bündnis, für diese Bündnis, für dieses Bündnis. Oh Gott. Oh nee, Alter, nicht dieser scheiß Tempo-Mission irgendwo. Lass es mal eben machen. Ich würde das echt gerne machen. Aber das sind so Sachen, da erfahren wir so ein bisschen Background-Information in the hood from the Wolves mal. Auch wenn es nur ein paar Sätze sind, während ich so richtig dumme Steine stapeln muss. Sigurd, kann ich den Stein haben? Nein, den brauche ich für meinen Turm. Sigurd. Dein Vater sagt, du hast einen Liebesschwur mit Zephyr. Nein, nicht mehr. Sie nannte mich Wahlgesicht und ich spuckte auf ihren Fuß. Liebende sollten solche Worte nicht benutzen. Weiß Zephyr denn, dass du den Schwur gelöst hast? Oh ja. Ich sagte ihr, sie soll sich einen anderen Drängar suchen. Dann weinte sie. Keine Ahnung warum. Trauer ist so albern. Deine Gemeinheit wird dich eines Tages verfolgen, Sigurd. Ich würde dich nie verraten. Weil wir Freunde sind. In der Liebe ist das mit Verletzungen anders. Liebende müssen einander betrügen, so wie die Sonne auf- und untergeht. Das reicht leider nicht. Mindestens. Easy. Nee, fehlt jetzt Punkt. Guten Erfolg. Da sehe ich mich doch gerne. Zip. So. Erzähl von der Zeit, ehe ihr wart. Eivor! Du hast mein Geheimversteck gefunden. Ich müsste taub sein, um dich nicht singen zu hören. Dein Geblöke könnte die Toten aufwecken. Diese Scharmützel mit den Pikten haben dir zugesetzt. Ganz und gar nicht. Je mehr Narben, desto besser kann man prahlen. Sieh meinen Vater an. Ein schlachterprobter Krieger, wie eine aufgeschlitzte Ziege am Spieß. Das Bild würde ich gerade nicht verwenden, bei seinem Zustand. Prächtige Wasser, nicht wahr? Sie trösten und heilen. Sie sind Freyas Geschenk an die Menschheit. Vili, du kannst das nicht verdrängen. Dein Vater stirbt. Wenn er zur Halle der Toten aufbricht, wirst du seinen Platz einnehmen, wie man es erwartet. Der Wechsel in diesen durchtränkten Norden zermürbt mich, Eivor. Zu warm fürs Winterleben, zu kalt für den Sommer. Ich hörte, Mercia wäre milder. Dichte Wälder, strahlende Farben, lebendige Gewässer. Sieht es so in deiner Siedlung aus? Dein Vater liegt im Sterben. Du wendest dich gegen den Brauch, Vili. Der Sohn folgt seinem Vater nach. So war es immer. Eivor. Ich habe meine Gründe, warum ich dich als Jarl sehen will. Der Rabenclan braucht Freunde in Englerland. Und du bist einer meiner Besten.
dieses Bündnis zu sichern, muss ich aber nicht führen. Du und Sigurd werdet hier geliebt. Dein Vater stirbt, Vili. Jetzt ist die Zeit, dein Heim darauf vorzubereiten. Es ist nicht mein Heim. Es ist das des Clans. Und der Clan wird entscheiden, wie es weitergeht. Du kannst im Guten mit deinem Vater auseinandergehen. Dieses Geschenk war mir nicht vergönnt. Wirf es nicht weg. Vili, komm schnell! Noch ein Angriff? Dein Vater, er hat nicht mehr lange. Komm schnell zum Langhaus. Jarl Heming ist auf der Schwelle des Todes. Ich muss ihn sehen, bevor er sie überschreitet. Traurig, dass er nicht den Leap of Fate kann. Leap of Fate. Warte mal. Zum Langhaus. Ach, das ist wieder so ein Scheißort, den ich hier drüber ziehen kann. Na gut. Mir ist eigentlich egal, wer es wird. Ich will ja aber nur ein Bündnis haben. Weil unser Bündnis wurde doch schon aktualisiert. Das heißt, wir sind doch schon befreundet. Sie würden zwar nicht helfen kommen, wenn wir angreifen, aber wir sind verbündet. Reicht eigentlich. Wird Jarl Heming in den Himmel kommen? Den Himmel? Na Gott, na Valhalla. Er wird mit Odin zusammen speisen. Lieber Heming, unser Jarl. Euch beide wieder so zusammen zu sehen, erinnert mich an früher. Ich fühle mich gleich wieder jung. Bewahre dir dieses Gefühl und nimm es mit dir in die Halle der Gefallenen. Eine große Kriegerin und Anführerin bist du geworden, Eivor. Man wird von dir singen. Ich hatte viele gute Lehrer, Jarl Heming. Dich vor allem. Ich bitte dich nun, lass meine Lehre nicht sterben. Gib sie weiter. Die Seherin ist auf dem Weg, Vater. Sie wird dir helfen und bringt Heilmittel und Seder. Hiermit hielt ich dich, Vili, in einer stolzen Hand. Als du gerade aus dem Leib deiner Mutter gekommen warst, ich sah dich aufwachsen. Ein Junge mit dreckigem Haar, der Stöcke schwang und durch den Schlamm rannte, von Ruhm träumte. Ich bin stolz darauf, was aus dir geworden ist, mein Sohn. Und ich bin stolz auf den Mann, der aus dir werden wird. Egal. Ich. Vater. Vili. Bereiten wir die Bestattung vor. Ich rufe meinen Clan. Und du, die Edelinge des Schiers.
Die Edelinge treffen nach und nach ein. Trygvi braucht jetzt unsere Hilfe. Wir werden am Scheiterhaufen sein, der das Dorf überblickt. Hört sich ja bis jetzt aktuell nach einer einfachen Questline an. Gott, ey. Hört sich nach einer einfachen Questline an. Was siehst du, alte Freundin? Ich bin sofort zum Laufen. Es dauert aber unnötig lange. Es beginnt, sammeln 500 Holz. Steine. Ein würdiger Scheiterhaufen für Jarl Hemel. Seine Reise zu den Hallen sollte von Lodern erneut bedroht eingeleitet werden. Wer stellt sich dem entgegen? Vili? Ich weiß ja nicht. Hallo. Evo. Ja. Renga. Sunifa, danke für dein Kommen. Ah, der Anblick alter Freunde tröstet mein Herz. Wir kamen schnell, wir konnten. Mit Geschenken für Jarl Heming. Festlichkeiten werden viele Tage andauern. Wann können wir beginnen? Der Scheiterhaufen ist aufgebaut und unsere Gäste wurden angemessen begrüßt und untergebracht. Wir können jederzeit beginnen. Gut. Ausgezeichnete Arbeit, Trygvi. Ich habe Jarl Heming mein Leben verschworen. Gibt nichts, was ich nicht für ihn tun würde. Das Alting muss nach Ablauf dieser Woche und nach dem Begräbnis abgehalten werden. Die Edelfreien des Schiers werden Vili zum Jarl des Clans ernennen. Das setzt voraus, dass sie nach einer Woche des Trinkens und Trauerns wieder nüchtern sind. Das wird ein wunderbares Begräbnis. Vater wird von hier aus seine Lande gut im Blick haben. Die Flammen werden hoch und hell strahlen, sodass der gesamte Schier es sieht. Gut gemacht, Trygvi. Das war sein Lieblingsort in diesem Schier. Ich schätze, wir sollten anfangen. Unsere Gäste benötigen Aufmerksamkeit. Ich werde dich später aufsuchen, um dich vor ihnen zu retten, wenn der Met sie durchweicht hat. Du bist ein Geschenk der Götter, Eivor. Danke. Diesen Spruch höre ich immer. Trygvi ist Hemtorps Fels in der Brandung. Solange er da ist, kann die Stadt ihren Frieden wahren. Er ist ein guter Mann. Ich muss kurz weg, Eivor. Ich möchte etwas für meinen Vater holen. Ein Geschenk. Wann hattest du denn Zeit, eine Totengabe zu fertigen? Eigentlich hatte ich gehofft, es ihm im Leben zu geben. Du musst es sehen, um es zu glauben. Ich brachte ein Geschenk vom Rabenclan. Es ist im Wachturm am Rand von Hemtorp. Sehr freundlich, vielen Dank. Ich würde es gern sehen. Ich sollte mir das Geschenk zuerst ansehen. Es muss Jarl Hemings würdig sein. Ich sehe eine schwere Last in deinem Blick, Eivor. Was bekümmert dich? Du. Heming bat um meinen Rat, bevor er starb. Er wollte meine Meinung zum zukünftigen Anführer des Clans hören. Das wäre Vili, nicht wahr? Dem Brauch nach, ja. Trygvi hat mir aufgetragen, der Seherin mit den Opfern zu helfen. Könnten wir mit ihr sprechen, um deinen Geist zu beruhigen? Das ist eine gute Idee. Doch lass mich allein gehen. Ich habe das Gefühl, wenn Leute alleine gehen, dass sie nie wiederkommen. Stellt Späher um das Dorf herum auf. Die Menschen hier müssen in ihrer Trauer sicher sein. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder mehrere Quests aktiv habe. Ach Gott, zum Himmel. Warum ist er schon hier? Ja, wir kriegen wieder Fähigkeitspunkte reingeballert. Obwohl wir die echt nicht brauchen.
Ja, wenn das wirklich nur die Aufgaben sind, dann kann ich mir vorstellen, dass das wirklich eine kleine Questline sind und dass wir vielleicht mit der nächsten Folge schon fertig sein werden. Flieg, Freundin. Dann ist so. Wir werden sie sehen. Es kann auch sein, dass sich das Zeug jetzt aber so unendlich lang in die Länge streckt. Wird Willi in der Lage sein, die Führung zu übernehmen? Jetzt, da Jarl Heming fort ist. Du bist die Seherin. Du bist die mit dem Wolfsmal, der Rabe der Schlacht. Dein Ruhm wächst mit jedem Mondschein. Ich kämpfe mit der Wahl, die Heming mir überlassen hat. Ich brauche deinen Rat dafür. Ein Opfer ist nötig, bevor der Scheiterhaufen brennt. Viele Schafe am Grund des schlummernden Jötun. Folge mir. Mach nichts Dummes. Bling, 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 bling. Hier wird ein brotit arm. Wissheikers, et mochta ihr trist davon. Macht du aldere je aufwirkerski manni. En so kun mamma sei. Wieso habe ich Angst, dass du mich jetzt wieder irgendwo hinlocken willst, zusammen wechseln? Kommt, Tiere. Ihr sollt den Göttern und sie ermuntern, unseren geliebten Jarl Heming mit Ale und offenen Armen willkommen zu heißen. Ja, Gebiete. Ich nehme mal an, eine Opfergabe. Sie hat wahrscheinlich gerade Weizensamen in der Hand, deswegen laufen sie da automatisch hinter. Hast du die Gabe der Weissagung, Seherin? Kannst du enträtseln, was bevorsteht? Ich sehe, was gesehen werden muss, wenn nötig. Eine große Gabe. Eine große Last. Befragte Jarl Heming dich oft? Konntest du seine Sorgen zerstreuen? Ja, wir sprachen häufig. Doch ging er meist mit mehr Bürden, als er gekommen war. Er sorgte sich um die Zukunft seines Clans. Darüber, wer Jarl sein würde. Sprich weniger. Unsere Worte sollen keine heimsuchenden Geister anlocken. Wie du wünschst. Seherin, ich... Dein Herz ist ruhelos. Dein Geist umwölkt. Du suchst mehr als die Zusicherung guter Omen. Ich suche die Weisheit der Götter. Du willst wissen, wer dem Clan besser als Jarl dienen würde. So ist es. Die Entscheidung zwischen Willi und Trügvi ist nicht klar. Wir stehen im Schatten des Riesen, des großen Bewahrers von Geheimnissen. Hier, ein Schluck der widerhallenden See. Steige den schlummernden Jötun hinauf. Nimm die Wasser zu dir. Gehe auf dem Gipfel in dich. Suche die Antworten auf deine Fragen nicht. Sie werden dich finden. Auf diesem Gipfel in sich zu gehen. Schon hier oder soll ich erst noch ganz oben? Probieren wir es mal hier. Okay, es soll anscheinend ganz hochklettern. Sian sprach davon, auf diesem Gipfel in sich zu gehen. Okay. Steine. Ich würde sagen, sehen wir uns aus meiner nächsten Folge wieder. Und somit auf Wiedersehen.